Moin Moin und hallo Leute, möchte ich euch gerne an einem HP OfficeJet Pro 9010 nach Modell, in dem Fall ist es der 9012E, zeigen, was geschieht, wenn die Patrone aufgebraucht ist. Wenn ihr im guten alten Instant Ink Programm seid, dann bekommt ihr Post, und zwar so ein kleines Paketchen hier, und dort sind die Patronen drin, die werden euch zugeschickt, wenn der Füllstand eurer Patrone, die im Drucker sich befinden, zu niedrig sind. Dann schicken die die automatisch los in dem System und dann habt ihr die schon hier rumfliegen. Also ihr habt die dann hier schon rumliegen. Die Patronen selber sind wirklich Cartridge-Systeme, das heißt, also man muss gar nichts mehr dran machen, man muss nichts abpopeln, man muss überhaupt nichts tun, außer sie reindrücken. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite finde ich es nicht so geil gelöst, weil wir nie so richtig sicher sind, ob die Cartridge dann richtig sitzt oder nicht, obwohl der Drucker uns das ja dann doch mitteilen würde. Was steht auf dem Display, wenn es soweit ist? Wir sehen hier, ich habe den Drucker einfach nur gerade angemacht, habt ihr ja gesehen. Und da steht Fettpatrone aufgebraucht. Leere Patronen müssen ausgewechselt werden, um den Druck fortzusetzen. Für einen HP Plus Drucker werden Original HP Druckerpatronen benötigt. Wenn unser Drucker für HP Instant Ink registriert ist, sollten wir bereits einen Ersatzpatrone vorrätig haben. Dafür melden wir uns unter bla 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 bla. Ausblenden. So, damit können wir schon mal wieder ins Hauptmenü zurückkommen. Denn es kann ja sein, dass jetzt nur Cyan, Gelb oder Magenta leer ist. Dann könnten wir da wenigstens noch ein bisschen schwarz weiterdrucken. Deshalb ermöglicht euch der HP-Drucker jetzt auch wieder hier Patrone aufgebraucht später zu setzen. Das heißt also, jetzt lässt er uns noch die Chance, ein bisschen weiterarbeiten zu können. Natürlich sollten wir dann aber zum Austausch kommen. Und bevor wir das machen, schauen wir uns erstmal an. Wir gehen hier oben auf den Tropfen und können dort dann einsehen, welchen Tintenstatus wir gerade haben. Cyan, seht ihr, ist minus leer. Magenta ist auch schon fast hinüber. Yellow ist auch schon dabei. Und K, sprich Black, ist noch ganz gut gefüllt. So, wir gehen jetzt mal auf C drauf und sehen, eingesetzte Patrone ist die HP963 Setup-Patrone. Wie viel habe ich damit gedruckt? Ich würde sagen 10, 15 Seiten, mehr nicht, dann sind die nämlich leer. Und ich habe jetzt aber nur, weil es umsonst war, mich beim Instant Ink angemeldet, weil ich ein halbes Jahr umsonst dabei hatte. Ansonsten denke ich mal, würde ich auch nicht auf dieses Instant Ink gehen, sondern würde dort auf Replacement-Patronen setzen, denn so viel drucke ich eigentlich nicht. Denn Fakt ist, es kostet euch ungefähr 5 Cent pro Seite mit Instant Ink, 3 mit Replacement. Auch wenn die ganze Zeit schreiben, dass sie nicht funktionieren sollten, das werden wir noch herausfinden. Gut, also wir sehen jetzt, die eingesetzte Patrone ist eine Setup-Patrone, die leer ist. Die unterstützte Patrone, die wir einsetzen können, ist die 963XL, also Extra Large, oder die 963. Wir könnten das jetzt noch drucken. Lass uns das mal drucken. Leere Patronen müssen ausgetestet werden, um den Druck fortzusetzen. Das ist aber doof. Also der sagt jetzt wirklich, wenn eine leer ist, dann weigert er sich zu drucken. Sehr schlecht, das ist gar nicht gut, HP, das macht man nicht. Denn wenn hier eine Farbe leer ist, sollte man immer noch einen Schwarz-Weiß-Druck vollziehen können. Sehr ärgerlich. Nun denn, wir haben jetzt ja die Aufgabe zu wechseln. Wie machen wir das? Wir gehen jetzt hin und wissen, dass C leer ist. Das müssen wir nämlich jetzt sozusagen uns anzeigen, weil, ich denke mal, keine Beleuchtung im Drucker selber ist. Was wir jetzt machen ist, wir öffnen hier vorne den Bereich, indem wir runterklappen. Nun fährt dort jetzt uns der Druckkopf entgegen und die vier Cartridge-Systeme sind zu sehen. Jetzt natürlich voll Kacke, weil ich weiß ja jetzt nicht, weil hier nirgendwo angezeigt wird, welches leer ist. Gut, dass ich mir die C schon dahingelegt habe, weil ich weiß jetzt, dass es Cyan war.
auch ein leichter Negativfaktor bei diesem Booker, finde ich, dass wir nicht wissen, okay, ich kann das hier noch ausblenden, dann können wir das wieder sehen. Also wir können es uns nur anzeigen lassen, welche der Patronen leer ist. Es wird uns aber nicht direkt gezeigt. Schade. Wie wechseln wir jetzt die Patronen? Die neue ist ja schon hier. Indem wir einfach drauf drücken. Das heißt, ich gehe hin und drücke hier, da wo dieses geriffelte Zeug ist, drauf. Zack. Und damit ist sie entlockt. Da ist sie. Habt ihr gesehen? Die kommt dann rausgeschossen. Nicht immer. Manchmal muss man sie auch rauspopeln. Ja, also hier ist sie jetzt. So, ich setze sie nochmal kurz ein zu Demonstrationszwecken. Reinschieben, unteren Bereich drücken, einrasten. Okay, jetzt ist sie drinne. Das wäre schon. Das machen wir gleich. Zum Rausholen nochmal. Wir gehen mit dem Finger dran und pressen gegen die Feder, die da drinne ist. Zack, und lassen los. Dann schießt sie entweder nach ein paar Sekunden raus, wie ihr seht. Das konnte ich also wieder reproduzieren. Oder, wenn es nicht so sein sollte, kann ich sie rauspopeln. Das heißt also, sie würde dann, jetzt ist sie fest, jetzt ist sie locker, hier drinne hängen. Dann kann ich fummel, fummel, fummel und dann kann ich sie entfernen. Lass uns das mal bei den anderen probieren. Kann ich hier schon fummeln? Nein, es ist fest. Kann ich hier fummeln? Nein, ist auch fest. Also das ist schon so gemacht, dass sie fest bleiben, aber man merkt nicht so einen richtigen Einrastpunkt. Okay, neue Patrone. Wir gucken uns den Unterschied dieser Patronen an. Die hier ist definitiv leer, ist aber in eine 963 oder XL-Verpackung gesetzt. Und wenn ich die jetzt gegenhalte, sehen die identisch aus. Identisch vom Aussehen, ja. Gewichtmäßig, nein. Also hier merke ich, dass sie viel voller ist oder ganz voll ist. Die hier fühlt sich wirklich leer an. Gut, also man kann merken am Gewicht, ob sie voll oder leer ist. Man kann es nicht sehen. Warum? Weil sie schwarz sind. Das ist irgendwie auch so eine Sache. Man kann einfach nicht den Füllstand von außen betrachtet sehen. Das ist ein bisschen auch schade. Okay, aber egal. Wir gehen voran. Diese Seite, wo es Löchli, Doppellöchli ist, geht hinein. Und diese Seite, wo unten C steht und der Kreis ist, ist unten. HP-Logo vernünftig halten, ist also so zu setzen. Jetzt haben wir hier unten eine Rail. Also hier unten ist eine Schiene, also eher gesagt, da drin ist eine Schiene und hier ist das Gegenstück. Und diese Schiene fährt dann hier rein und hakt sich hier hinten ein. Dann können wir sie loslassen und sie kommt wieder rausgeballert. Mit der Federfunktion, die im Hintergrund dort sich befindet. So, jetzt können wir die da reinpopeln, also einfach reinschieben, einmal dran drücken. Die macht auch so krack, krack, krack und dann ist sie drinne. Gut, jetzt schließen wir die Schotten und hoffen, dass wir danach eine Anzeige bekommen, wo unsere Füllmenge wenigstens beim Cyan wieder voll dabei ist. Wenn ihr im Instant Ink Programm seid, bekommt ihr so eine Tasche zugeschickt. Da packt ihr das dann rein. So, rein du Schwein. Und da bleibt die jetzt erstmal, bis die anderen auch leer sind. Weil ich schicke natürlich nur einen kompletten Satz zurück. Das wäre sonst doof, ne? Oder? So, und dann, wenn die voll sein sollten, sprich, wenn alle vier Ink-Freunde drin sind, werde ich das hier zukleben. Und dann werde ich das einfach so zur Post bringen. Und dann wird es dort erledigt und weggeschickt werden. Obwohl, das wird noch sehr interessant werden. Hier drauf steht nämlich, dass die Tags, also die Stamps, bezahlt worden sind für Frankreich. Das Zeug geht nämlich echt nach Frankreich. Hört euch das mal an, ey. Das geht nach Paris. In Paris werden die ganzen HP-Drucker-Patronen zusammenkommen und dort wird wohl das Hauptdruckerlager der Patronen von HP sein. Ob das sinnvoll ist, durch halb Europa dann die ganzen Patronen zu schicken, nur um sie dort zu recyceln, fragwürdig, oder nicht? So, was haben wir jetzt hier? Jetzt geht er natürlich wieder zurück in dem Momentum und will dort drucken, muss aber dann auch wieder merken, dass auch eine weitere Patrone leer geworden ist. Okay, dann werden wir das jetzt direkt mal, was wir gerade gelernt haben, vertiefen. So, wir gehen hier auf Ausblenden. Jetzt müssen wir
eingesetzte Patrone HP Instant Ink unterstützt Patrone, tatsächlich die Füllmann. Wir gucken uns an, welche Patrone jetzt leer geworden ist. Jetzt ist die gelbe leer geworden. Alles klar, wir öffnen und jetzt holen wir uns die gelbe ran. Zack, ne, jetzt seht ihr, geht ganz schnell. Wir drücken drauf, warten ein paar Sekündchen, dann sollte sie rausgeschossen kommen. Zack, da ist sie, die gelbe weg, neue gelbe genommen. Zack, reingeballert, drück fest und mach zu. So, hier sehen wir, also es geht schon schnell. Ne? Also ohne Frage, es geht schnell. So ein Wechsel ist schneller als bei anderen Systemen, wo man dann hineinfummeln muss oder dann noch ein Lock sozusagen, ein Lock-System benutzen muss. Das geht hier definitiv schneller. Es ist wirklich nur ein Reindrücken und dann kommt es euch schon vorgeschossen. So, jetzt wird natürlich wieder das Teil, was ich vorher drucken wollte, wieder aufgenommen. In meinem Fall war das eine Druckkopfreinigung. Deshalb ist er jetzt auch noch ein Momentchen hier beschäftigt damit. Und danach sollten wir sehen, dass die Druckerpatronen wieder voll angezeigt werden sollten. Wenn nicht, könnte uns ja jetzt auch noch immerhin Magenta leer werden. Ne? Das ist ja schon mal was. Ne? Das würde nämlich jetzt auch wieder passen, dass hier natürlich live im Video das nächste Knackpunkt kommt. Magenta wird auch noch leer sein. Und dann können wir eine richtige Vertiefung dieses Workflows hier durchführen. So, der Drucker wird gewartet. Nicht unterbrechen sollten wir das. Ha, wir sind jetzt schon wieder da. Die nächste Patrone. Und zwar jetzt ist es M wie Magenta. Ich läufe. Ich gehe kaputt. Okay, hauen wir den nächsten rein. Magenta läuft hier durch. Zack, Magenta geballert. Magenta gewartet. Magenta, komm. Komm, zack, Magenta raus, Magenta hinein, stopf da Zeugs rein, wie es passt und Deckel zu. Yeah, also ihr seht, das läuft hier wie am Schnürchen. Jetzt kommt wieder auch Magenta bei mir hier ins Tütchen. Tütchen ist schon fast voll, braucht nur noch, ihr könnt bis zu 8 Patronen ins Tütchen packen. Fehlt also nur noch die schwarze Patrone dann, dass die auch noch leer geht. Das aber bedenken wir jetzt natürlich nicht, denn diese wird jetzt nicht schwarz und leer werden. So, jetzt kommen wir zurück zur Druckerwartung. Der hat jetzt natürlich jedes Mal die Druckerwartung neu gestartet. Das heißt also, Druckerpatronen haben eine sehr, sehr teure Flüssigkeit da drin. Das bedeutet jetzt natürlich, diese Druckerwartung, die ich hier durchgeführt habe, durch mein Glück mit den Patronen, die leer gegangen sind jetzt, hat einen Haufen Kohle verschlungen. Das ist auch semi-geil, HP, dass ihr, wenn es in einem Wartungsprogramm dazu kommen sollte, dass die Patronen leer kommen, dass ihr nicht einfach diese Wartung abbrecht, sondern sie auf Pause setzt, ist semi-cool, weil es ganz viel Patrone leer saugt. Und zwar jetzt auch schon unsere neuen Patronen, die wir eingesetzt haben. Natürlich, wenn man das jetzt auf einen normalen Tag setzt, das heißt, ihr habt schon in der Kühe ein paar Druckaufträge stehen, dann richtig, ne? Okay, dann stimmt's ja. Dann sollten die wieder aufgenommen werden, damit da kein Chaos passiert. Aber dann solltet ihr das trennen. Maintenance und Daily Use. So, Original HP-Patronen sind eingesetzt, wie ihr seht. Na, da kommt eine Info. Wir machen OK. Und sehen jetzt auch, dass C, M und Yellow am Start sind. Und das Coole ist, das dokumentierte, ausgedruckte bekomme ich gar nicht. Aber egal, so haben wir jetzt also 3 Patronen in einem Video in einer Viertelstunde gewechselt, obwohl es eigentlich in ein paar Sekunden gehen kann, habe ich euch ja gezeigt. So können wir also bei einem HP Office Jet Pro aus der 9010er Serie die Patronen wechseln. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun!